Jetzt haben wir noch die Abstimmungen vorzunehmen. Es ist mehrfach gegongt worden. Es ist auch gut besetzt hier. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 71. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Eindeutiges Bekenntnis zur verfassungsgemäßen Ordnung für ein rechtsstaatliches Deutschland Europa, Drucksache 20-5546. Wer stimmt zu? Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die FDP. Wer ist dagegen? Und die Fraktionsgruppe 8 dafür, ne? Ja, Herr Grant. Dagegen ist AfD und DIE LINKE. Dann ist der Antrag so beschlossen. Dann rufe ich auf 70, Entschließungsantrag Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Hessen stärkt Geburtshilfe und Hebammenversorgung, Drucksache 20-5544. Wer stimmt zu? Das ist CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind DIE LINKEN. Wer enthält sich? Das ist die AfD, die FDP und die SPD. Und der Herr Kahnt hat dafür. Gut. Dann ist das so beschlossen. Dann rufe ich auf 45, Antrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, FDP, Gedenkstätte Hadamar, unterstützen 205175. Wer stimmt zu? CDU, SPD, GRÜNE, AfD, FDP, LINKE, Fraktionslose, alles ganze Haus, dann ist dies einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 51, Beschlussempfehlung und Bericht Haushaltsausschuss, Antrag Rechnungshof, Drucksache 20-5179-20-4280. Wer stimmt zu? Das ist offensichtlich das ganze Haus. Es gibt keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Dann ist dies einstimmig so beschlossen. Dann kommt 68, Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, FDP, Geschäftsordnung des Landtags. Wer stimmt zu? Auch das ganze Haus, keine Gegenstimmen, dann einstimmig so beschlossen. Jetzt kommen wir zur zweiten Lesung, Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE, Gesetz zur Änderung des Hessischen Feiertagsgesetzes. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist DIE LINKE und die Sozialdemokraten. Wer ist dagegen? Die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die FDP und die AfD und der Herr Kahnt, und das war's. Dann ist dies so abgelehnt. Ja, mehr gibt es nicht. Das soll können, dass einer reinkommt. So, dann haben wir den Punkt 14, zweite Lesung, Gesetzentwurf Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes. Ich will hier an dieser Stelle noch einmal sagen, ich bin den Kollegen der AfD dankbar, dass sie ihren Antrag zurückgezogen haben, auch wenn es unterschiedliche politische Meinungen in diesem Hause gibt. Wenn im Ältestenrat und zwischen den Geschäftsführern Vereinbarungen getroffen werden, dann muss dies eingehalten werden. Ich sage dies aus meiner kurzen Erfahrung aus 38 Jahren hier in diesem Hause. Denn wenn das nicht mehr gilt, wenn das nicht mehr gilt, dann ist die ganze Arbeit gefährdet. Und alle Kollegen, die hier sitzen, orientieren sich natürlich auch in ihrer Zeitplanung an diesen Verabredungen, die getroffen werden. Deshalb noch einmal herzlichen Dank dafür. Und wir können jetzt in zweiter Lesung können wir jetzt abstimmen über diesen Gesetzentwurf. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist? Der Herr Kahnt ist dafür. Wer ist dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich? Die FDP und DIE LINKE. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung so beschlossen und zum Gesetz erhoben.